Hallo und willkommen zurück zur Monsterwelt. Welt. Okay, toll. Weißt du, ich sitze an dem seinem Kopf und warte, dass die Schockfalle ihren Effekt verliert und dann setzt ein zweiter eine Schockfalle. So dass meine Ausdauer ausgeht. Egal, ich hab's hingekriegt. Ich bin einfach rechtzeitig vorher runter. Hab abgewartet. Brauch mehr von dem sein Loot. Leitlande. Loot. Was kennt die überhaupt? Ich meine Güte! Geschärfte Schwanzklinge, nochmal 4 Stück. Hä? Warte mal, du. Nein, du haust nicht ab! Schön, danke, dass du gelb wirst, aber. Kein Gebietswechsel. Alles sehr schön, was gebrochen! Kampf über eine Analyse abgeschlossen. Ich habe ihn freigeschaltet als zum Ködern. Oder interessant. Also Erz und Knochen kann man auch bei der Verschmelzita kriegen, oder wie? Bei der was? Bei der wen? Ja, was habe ich denn gesagt? Hab ich so? Weiß ich nicht, die Kampfmusik ist so laut, Mann. Du bist echt nicht... Vergleichsweise bist du leise. Die Verschmelzita, dann stell deine Musik leiser, Mann! Ich weiß nicht, was man bei der Verschmelzita machen kann, tut mir leid. Kann ich denn nur die Musik leiser machen, bis ich beim Ziel bin? Musik ist auf 81. Drehe ich sie halt jetzt auf 65. 58, was auch immer. Okay, Vulkan Odogaron. Oh mein Gott, Revierkampf von den beiden. Perfekt. Ich liebe es. Oh, hau ihn. Ach nee, das funktioniert andersrum. Ach so. Ich kann aus Erz Tränke machen, oder wie? Weil Wunschobjekt ist das, was ich kriege. Verstehe ich richtig? Ja. Okay. Okay, da gibt's also Tränke. Schusswaffen. Aber es gibt ja auch Monsterzeug. Achso, und das braucht da diese Weverianer-Drücke. Warte mal, und das ist immer derselbe? Ah, okay, nicht ganz. Kommt das aufs Monster an? Ah, ne, warte mal. Das ist alles Stelan. Das ist alles Monster. Und Silber sind dann Erze. Und Knochen. Und die Platten. Gold sind dann die Edelsteine. Ah ja. Und da kann man Tickets umkonvertieren. Quasi, okay. Naja. Die kämpfen mehr gegen sich als gegen mich. Schon interessant. Ich wünschte nur, ich hätte jetzt mal wieder eine Chance. Sie aneinander zu rammen. Oh Gott, endlich hat's mal wieder hingehauen. Du bist da. Okay, ich hol mir jetzt. Oh mein Gott, lass mich durch! Dieser Schwanz ist im Weg und wackelt mir die ganze Zeit von oben. Also ernsthaft jetzt? Oh toll, jetzt haben wir einen Ausdauer verbraucht. Wenn ich jetzt sterbe, renne ich nicht nochmal hierher. So, Glavenus. okay, zwei geschärfte Schwanzklingen. Wählenverkünderkrall. Ich bin gar nicht sicher, ob ich den schon hatte. Ich glaube schon, stand nicht neu da. Haut ab! Der andere ist rot. Okay, ich denke, das müsste jetzt eh gereicht haben auch, weil irgendwas wurde mal gebrochen. Ich breche ab. Oh, Stufe 5. Ich hoffe, dass ich von dem Punktbombenmonster jetzt noch gescheiten Loot bekomme, aber es ist unwahrscheinlich. Ja, war leider nichts. 100 Scherben. Ah, Verwesung. Ganz kurz vor Stufe 5 hat's aufgehört. Was soll's.
Ich nehme jetzt Teile Zerstörer auf Stufe 3 mit. Ich verzichte sehr stark, sehr viel auf Defense. Wahrscheinlich auch das. Oder nicht? Ja, ich glaube schon. Ah, da geht die Hautbemalung weg. Oh, ey, durch die Schockfalle habe ich jetzt genug Punkte bekommen, dass ich die Stufe 5. Ja, Katze war gerade da. Okay. Dann haben wir jetzt das Probe-Beta-Set. Warte, und danach würde Todesgestank kommen. Das sehe ich aber nicht. Woran liegt das? Da ist Walhazak drin. Ist das eine der Drachenältesten? Ja. Okay. Der im stinkenden Tal der Verwesung. Was ergibt irgendwie Sinn? Also du müsstest dorthin und Spuren Ding freischalten halt. Also es würde theoretisch erreichen, dass du ihn freischaltest, dir die Karte anguckst, ihn einmal gegen die Wand haust, ein Item holst. Ja gut, das hilft dir nicht, um die Rüstung zu craften, um sie zu sehen, weil es braucht, die Rüstung braucht definitiv auch seine Teile, nicht nur die allgemeinen. Felsenfestival. Ah, okay.
Kiste. Gehen wir zurück zum Handelshof. So heißt er ja. Das Rückenmark. Schupferpanzerstachel. Okay, nee. Okay, jetzt ist die Frage, wo gehe ich zuerst, den uralter Wald oder der Ort der Felsen? Warte, du musst in den Wald? Ich dachte, dass der Wald sich schon erledigt hat. Knochen! So. Mir egal. Wenn du Ort der Felsen meinst, dann meinst du die Wüste. Da kannst du halt parallel auch noch die Theostra-Spuren einsammeln. Im Wald hast du keine Spuren mehr zu sammeln. Aber nervig genug, dass du quasi aus allen Gebieten noch mehr Erz brauchst. Also. Ich meine, du hast die Argosi ja auf Monstermaterialien gestellt. Also Knochen. Sonst wäre da natürlich auch Erz dabei. Was laberst du jetzt schon wieder? Ja, die Argosi, die hat ja verschiedene Einstellungen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die nur eine Einstellung hat, die Geld gibt, eine Einstellung hat, die like Verbrauchsgegenstände gibt und eine Einstellung hat, die Materialien gibt. Aber du kannst ja gerne nachschauen, wenn du gerade da bist. Ja, ja, die drei reichen ja auch. Ich meine, was ist denn Erz, wenn ich kein Material? Ja, aber... Ja, und worauf habe ich es eingestellt? Du sagst, ich habe auf einen Materialientyp eingestellt, wo das nicht drin wäre, obwohl es keine zwei Materialientypen gibt, sondern einen. Ich dachte, du hast das auf ein Monster gestellt. Okay, schau nach. Gibt's das? Weil ich glaube, es gibt nur Materialien. Woher soll ich das denn sehen, Mann? Die ist nicht da. Ich kann sie nicht anklicken. Ah, na, okay, gut. Ich dachte, dass es nur eins gibt, was für mich Sinn ergibt und alles andere Bullshit ist. Kann, was man will. Also Verbrauchsgüter ist wahrscheinlich das Unnützeste, weil du sowieso kaum welche benutzt. Ja genau, Verbrauchsgüter, Wertgegenstände und Materialien. Ich glaube, das waren die drei Einstellungen. Ach, dann ist Materialien sowieso alles. Ja, Erz und genau. Monster. Ja, gut. So, ja, lecker Felsknochen. Ich brauche, glaube ich, nur Knochen, weil Erz gibt es, glaube ich, gar nichts Spezifisches hier. Ja, angeschaut. Warte, was? Nein! Oh, diese Scheiße! Ey, ich fass es nicht! Ich hätte da echt drauf drücken müssen. Ich kotze! Ich kotze! Ich hole mir den Mod, dass ich das einstellen kann. Mein Verwesungsbiom ist jetzt von 5 auf 4 gesunken. Weil ich irgendwas eingesammelt habe, was zu einem anderen Biom gehört. Lächerlich. Bescheuert.
Die anderen haben sich doch gar nicht verändert. 4, 4, 4, 2, 1. Sind genau 15. Ja, okay. Keine Ahnung. Warte mal, das ist quasi nur... Naja. Ist natürlich. Also soll ich dafür sorgen, dass du kommen kannst? Nein. Okay, dann halt nicht. Ich dachte, du wolltest kommen. Ich habe jetzt eine Biomstufe extra gesenkt, damit ich hier wieder auf 5 komme. So, ist irgendjemand? Aha. In den Leitland. Niemand. Okay, dann gehe ich in meine eigenen. Bei mir ist aber kein sinnvolles Monster. Ich gehe jetzt einfach. Irgendwo hin. Zu mir? Meinetwegen. Hey, ich trete deiner Sitzung bei. Ja. Und ich sehe, denke ich mal. Ja, was siehst du? Deine Expedition hier irgendwo. Keine Quest bekannt gemacht. Notrufzeichen, Expeditionen. Das schwere Bogengewehr ist eine mächtige Fernkampfwaffe, die mit besserer Munition größeren Schaden anrichtet. Beigetreten.
Blume mit Gegengift. Und Knochen. Viele, viele Knochen. Hier sind jetzt plötzlich überall Spuren von gehärteten Monstern. Ah, okay, keine Ahnung. Ich habe bislang jetzt keine besonderen Spuren feststellen können. Ich habe Aratiana und Barot. Bin ich jetzt blöd? Wir müssen doch eigentlich. Da, das da habe ich. Aha, ein Stückchen Dämonio. Kolo. Da noch ein Knochen auffinden. Und der Westpolt ist gestorben. Oh, da ist ja noch einer. Ja, die Westpoints. Ja, die Westpoints. Einmal loslaufen. Oh, hast du einen Dämonio gefangen? Nein. Du hast ihn kein Zauberer. Er ist in der Schockfalle auf jeden Fall. Ja, schön, aber das heißt nicht, dass er gefangen ist. Gerade erst angefangen zu kämpfen. Der Wesenforscher. Ach, das war nicht der richtige Knopf. Tab. So. Dämonio. Ich hätte aber eigentlich gerne Drachenältesten-Spuren finden. Hallo, Spiel. Warte, da ist was Blaues. Das muss von dem Drachenältesten stammen, von dem uns der Meister der Jagd erzählt hatte. Hat er bei dir auch geredet oder bei mir?
Nein, nur bei dir. Okay. Waren es die richtigen Spuren, würde ich sagen. Ja. Ah, da sind nochmal welche. Wir haben Hinweise zum Drachenältesten gefunden. Wir machen gute Fortschritte. Okay, ich kann den Spuren schon mal einfach folgen. Geht's mal weiter. Ist es jetzt bei der. Ja, okay, wahrscheinlich ist es immer mit dieser großen Spur dann geendet. Naja, vielleicht wird noch was anderes. Da stehen alte Fußspuren. Steckst du dich vom Dämonio? Ja, es ist so ätzend. Ich stand gerade so gut und hab schleifen wollen. Irgendein scheiß Käfer lähmt mich einfach. Käfer? Die 15 Sekunden rum? Ja, Insekt halt. Da hatte ich keine andere Wahl. Meinst du Westbold oder wie? Ja, meine ich. Ach so. Okay, das ging nach da. Weiß nicht wo, aber anscheinend irgendwo hinter der Wand ist anscheinend wieder was Blaues. Ja, da unten? Ah, ja, hier. Interessant, kann ich die Spuren auch rückwärts folgen. Coole Federn. So viel zu meiner Katze. Oh nein, sei doch nicht traurig. Ja, ich hoffe, er kommt. Ich ping ja nicht umsonst. Oh, achso. Ach so, wenn er mir meine Katze wängt, dann muss er auch helfen. Kannst du ihm ja schon mal deine Gildenkarte schicken nebenbei. Ah, ja, im Gegensatz zu mir bist du gerade nicht rumgeschleudert. Oh, er ist gelb und er ist in meiner Nähe. Möglicherweise unterirdisch. Er kämpft gegen was anderem. Ich habe übrigens keine Falle dabei, also ohne Katze kann ich ihn nicht fangen. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass jemand reinkommt. Okay. Aber ist er nicht halt tot, oder? Noch nicht.
Übrigens, ist das ein 999er? Fragezeichen. Wie, was meinst du? Weil das nicht realistisch ist, was der gerade macht. Was? Der schwarze Diablos ist fast tot. Ich weiß nicht, was möchtest du von mir? Ich dachte, du hast ihm eine Gildenkarte geschickt. Da siehst du ja, das ist sein Level. Ich verpiss mich kurz in diese Höhle hier. Da sehe ich das. So genau schaue ich da nicht drauf. Ich schaue mir sein Equipment mal an. Ob der echt ist. Jägerrang 11? Okay, der hat Cheat-Waffen. Kann ja gar nicht sein. Ausrüstung ansehen. Was hat er denn an? Waffen, mit denen das nicht möglich ist. Also die Waffen sehen normal aus. Die Werte auch. Also sehen wir etwas nicht. Weil das ist einfach nicht realistisch. Ich habe mich gewundert, als ich gesehen habe, dass da Teile gebrochen zweimal hintereinander steht, innerhalb von 5 Sekunden. Was bedeutet, er hat quasi mit einer Kombo beide Hörner zerstört. Das schwere Bogengewehr ist eine mächtige Fernkampf. Und dann schaue ich hoch und habe einen Toten Kondition größeren Schaden. Eine halbe Minute später. Ich meine, naja. Eigentlich soll man ja nicht mit extremen Cheats in Multiplayer gehen, aber. Ja. In dem Fall kann es uns eh wurscht sein. Hauptsache er fängt. Ich weiß nicht, ob er ihn fängt. Ja, wenn ich muss, halt zum Keine Ahnung. Kannst ja schreiben. Also pass nochmal Enter. Geht oder auch für den Dämonen. Du bist eh hier oben. Dann hilf mit. Ich hab mich gerade hierhin teleportiert, weil ich die Dinger hier wieder abbauen will. Kannst aber du mir ja zuschauen, wie er kämpft? Runter. Ja, ich gehe danach runter, wenn ich die eingesammelt habe. Ja. Er hat wohl Probleme, weil er keine Betäubungsschutz dabei hat. Selbst mit Cheatwaffen kommt er nicht klar. Ja. Weißt du, weil als er gekommen ist, sind die Monster ja auf 4 Spieler skaliert. Es kommt noch einer, wie scheint. Ja. Gut, dann macht die Skalierung wenigstens Sinn. Maximale Kapazität, ja. Er steht aber noch nicht dort. Der Doktor hat da wieder umgeworfen. Ist der ja eher das Boot? Okay, warte. Ja, also mein Dämon ist noch nicht mal geschwächt. Okay. Das sind natürlich jetzt nicht, ist jetzt nicht das gleiche Monster, aber das kann ich nicht glauben. Ah ja. Da kannst du auf jeden Fall vorbeikommen, wenn du möchtest. Er kommt sowieso runter zu euch. Ha? Oh ja, da ist die Gurke. Ja, etwa den essen oder was? Da sehe ich dann aus. Ist das Hunger? Du hast ihn die ganze Zeit geschlagen. Oder mich jetzt nicht? Au. Au. Der neue, also ist das wahrscheinlich jetzt kein Cheater, denke ich mal. Ich sehe ihn nicht, aber. Er ist zum Kulo gegangen, oder? Ja, er ist beim Kulo. Okay. Der andere ist dort. Eine Jägerrang 11. Okay, der Kuto hat gleich zwei Sachen gebrochen bekommen. Ja, ich würde mir gerade auch eingeblendet. Ich meine, bestimmt realistisch.
Schon wieder ab. Der will jetzt den anderen fressen, oder was? Cool. Wusste gar nicht, dass der so eine Mechanik hat. Naja, das ist schon das Ökosystem. Ja, das Essen von Toten hat damit zu tun. Ja, sicher. Ich kann sie nicht um. Ich weiß den anderen hier essen weg. Ist der? Ah, hier. Ah, Gott sei Dank, der kämpft jetzt mit. Dann wird es jetzt nicht mehr lange dauern. Wenn er wenigstens sich um den Schwanz kümmern kann. Was ist das denn für ein Angriff? Ja, der ist gerade ein bisschen hart rumgeflogen, WTF. Das ist bestimmt ein normaler Doppelklingenangriff, den ich noch nie gesehen habe. Visuell betrachtet hat er sehr merkwürdigen Kram an, aber. Ah, Schwanz ist ab. Ja, ich mach mal ein Smiley. Okay. Ich krieg gerade hier einen Besuch. Fußspuren im Auge. Sag mal, kriegt der eigentlich Damage? Was? Oder. Er hat die ganze Zeit volles Leben, obwohl er betäubt wird. Das kann ja auch nicht sein, oder? Ja, das glaube ich eigentlich auch nicht. Aber du musst ja getroffen werden, damit das passiert. Gerne, ja, was so. Naja. Oh, Thursdorf-Fell? Wo? Alle hin. Warte mal, ich muss mal. Wie hat er da Thursdorf? War geil. Also, er rumpelt, denke ich, jetzt bald Richtung, wo auch immer dem sein Nest ist. Achso. Oh, wir könnten ihn fangen. Ja, ich weiß nicht, ja. Anscheinend macht er das sogar. Ja, der eine Besprungungsbogen hin. Schön. Ja, gut, ja. Das ist doch toll. Und jetzt haben wir auch mal einen Cheat auf Video. So sieht das dann aus, wenn man mit den Mods ein bisschen übertreibt. Doch gerade eben hier was Blaues gesehen. Ah, in ihm drin. Ich benutze Mods gerne als Zeitersparnis, um etwas weniger grinden zu müssen. Naja, hat er Ed falsch geschrieben oder was für Buchstaben benutzt er, dass ich Fragezeichen sehe? Fragezeichen me. Und ich benutze Mods auch gerne gegen schlechtes RNG. Aber hat einfach nur Fragezeichen geschrieben. Aber One-Hit? Oder 1000 Damage Waffenmod. Naja. Kein Schaden kassieren Mod. Oh, hier ist ein gehärteter Parrot irgendwo. Schön, dass du jetzt so weit im Spiel bist, dass überall die gehärteten Monsterspuren auftauchen. Also ich habe jetzt keine gesehen. Okay, vielleicht sehe sie nur ich. Was weiß ich. Ich habe nur den einen gehärteten auf der anderen Map. Einmal dann. Vielleicht sehe ich das einfach nur in den Quests nicht. Sondern muss Expedition sein. Egal. Also gehärtete Monster brauchen wir eh nicht grinden. Das war das alte Endgame. Das kann man auslassen. Größtenteils. Ja, aber brauche ich das nicht irgendwie? Brauche ich davon nichts? Also ich habe nichts davon gebraucht, aber ich weiß auch nicht ganz genau, wofür man es braucht. Oder bräuchte. Oder damals gebraucht hat.
solange er damit nicht bei irgendwem in die Mainquest reingeht. Das macht dann bestimmt keinen Spaß mehr. Ah ja. Man kann es ja schreiben, warum man cheatet oder so. Dann stand draußen. Hä? Du. Das stimmt. Warum verlässt du mich denn? Ja, hab genug getan. Wollte dir ein Monster machen und jetzt hast du drei bekommen. Nicht ganz meine Schuld. Und die anderen helfen dir vielleicht mit noch mehr Monstern, also. Ja, sie kämpfen gerade gegen der Ratian. Oder Doc kämpft gegen die Ratian. Ich weiß gerade nicht, wo der andere ist. Ah, da unten. Warte mal, die ist grau. Hat die schon umgebracht? Ja, hat er. Okay, hat auch wenig Lebenspunkte. Verglichen mit den anderen. Ja, schau, weißt du, da bin ich dann eher der Meinung, also wenn ich keinen Bock habe, so viel zu grinden, packe ich mir die Items in den Shop oder sorge dafür, dass ich doppelte draus bekomme. Und andere sagen, okay, ich hole mir eine One-Hit-Waffe und töte die Monster tatsächlich in echt. Ich weiß nicht, ob das so viel sinnvoller ist, aber gut. Ja, aber er ist ja anscheinend noch der Jägerrang ist ja nicht so hoch bei ihm, also, like. Naja, also, mit dem Charakter noch nicht einmal im DLC, aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass das nicht sein erster Charakter ist. Ansonsten zerstört er sich halt wirklich das Spiel. Aber egal. Vielleicht macht es ihm ja wirklich Spaß so. Aber er könnte schon längst mit der kompletten Story fertig sein. Ohne das Equip jemals zu ändern. Naja, wir nehmen auf jeden Fall mal die Ratian mit. Ja. Schaden kann's nicht. Braucht sicher noch Materialien von den Aalen. Ich kann ich noch nicht gehen. Ich kann ja erst gehen, wenn ich den Dingens fertig habe eigentlich. Außer. Vielleicht spawnt aber immer nur eine begrenzte Menge und du musst ab und zu. Das könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, dass nicht zwingend alles da ist von Anfang an. Bin ich blöd? Nee, doch, die sind schon noch da. Wo sind die denn? Er ist im Lager. Andere. Da ist eine neue Ratian. Die geht aber wieder dahin, wo die alte gestorben ist, läuft. Hey, wo ist denn die andere? Sind die beide im Lager? Das ist sehr verwirrt. Ja, machen wir mal Knochen ab. Aber ich glaube, es gibt kein Erz für das Gebiet, oder? Ich glaube, es sind nur Knochen. Zumindest fehlen mir jetzt nur Knochen. Da gibt's auf jeden Fall Erze in der Wüste. Ja, ich meine aber ein besonderes Erz für dieses Gebiet, Mann. So wie es im Korallenhochland dieser komische Korallenkristall ist. Vielleicht nicht. Ich glaube, die ersten beiden Gebiete benutzen haben das gleiche. Und erst die drei Gebiete danach haben nochmal ein Special. So glaube ich war es. Ich glaube aber nur das Korallenhochland, oder? Weil ich wüsste jetzt gerade nicht, was im Tal der Toten da. Fällt mir gerade auch nicht ein. Aber am Ende gibt es Fusion. Ja, also es gibt ja mindestens drei Gebiete mit Fusion, da hast du recht. Und es gibt drei verschiedene Knochen. Ich weiß gar nicht, ob in der Heimat der Ältesten auch nochmal eigene Knochen sind. So genau habe ich darauf nicht geachtet und ich habe auch irgendwie kein Problem, was das angeht. Kein Mangel dort, also. So.
wo kommt denn die pinke Rati an? Hier ist die gerade gespawnt. Eigentlich. Die fliegt da einfach von da unten hoch. Glücklicherweise ist sie nicht hier gelandet, sonst hätte ich jetzt aber gleich weg müssen. Ratia, die pinke Ratia, das Geschwister. Das schwere Bogengewehr ist eine mächtige Fernkampfwaffe, die mit besserer Munition größeren Schaden anrichtet. Warum erklärt er mir immer wieder, das ist fucking Gewehr, wenn ich es anziehe, like WTF, Mann? Okay, der Gelbe ist da. Wo ist der andere? Ich bin echt verwirrt. Da oben ist, sollte er noch da sein, eigentlich. Oder? Ach nee, das ist eine Katze. Warte mal, ist das nur noch der Cheetah da? So ist durch. Naja, mal schauen, ob er die Pikerati auch fertig macht. Fisch ist ja hier. Ja, okay, gut. Warum wundert mich das? Das ist ja eigentlich auch sein Gebiet. Also, das bleibt eigentlich richtig klein, Fische stören. Jetzt stimmt ja der große Fisch. Der lässt mich wahrscheinlich nicht auf die kleinen Fische stören, oder? Bleibt da immer noch. Okay, nehmen wir mal ein Gadget mit. Da nehmen wir noch ein Gadget mit. Okay, das ist ein bisschen kacke. Nehmen wir den weg, ist nicht so wichtig. Okay, nehmen wir den noch mit. Oh mein Gott, sammle mindestens 50 Gildenkarten. Ich habe das Achievement. Hat ja nur 500 Jahre gedauert. War effektiv, dass ich Leute angeschrieben habe. Vielleicht, und dass ich das jedes Mal gemacht habe, schon seit Jahren. Hey, hast du sie auch immer angeschrieben? Bin gerade in der Low-Rank-Quest mit 2 Leuten. Und das war jetzt genug. Warte, was wollte ich? Nee, angeschrieben habe ich nicht, nee. Ich habe gehofft, dass es auch zählt, wenn es automatisch kommt. Also habe ich immer nur versendet und versendet. Ja, aber wie meinst du denn automatisch? Du müsstest es doch annehmen, oder nicht? Nicht, wenn du auch automatisch annehmen und versenden drückst. Und die allermeisten nicht. Also ich hoffe, dass das... Das war aber nicht die Standardeinstellung, oder? Nein. Das ja. Hat so lange gedauert. Ah, Odogaron. Okay, sehr schön. Dann kann ich mich nochmal drum bemühen. Das wieder auf Stufe 5 zu bekommen und dann stelle ich es fest, damit die Stufen gar nicht mehr verändert werden. Ey, du Frau hier, ich hätte gerne, ja genau. Oh lala, das war ja schon fast voll. Gut, lass ich es mitnehmen.
In der Zeit, in der ich da war, hat er die pinke Radien umgebracht. Okay, schön. Lootet er eigentlich oder rennt er dann einfach weiter? Ich habe keine Ahnung, ob er lootet. Ich bin ja nicht da, wenn er sie tötet. Ich renne jetzt mal schnell zum Leichnam, bevor er verschwindet. Dann sammle ich wieder die Knochen auf, weil die sind, glaube ich, auch wieder respawned. Ja, schaut so aus. Okay, hat der Fisch schon mal was gebrochen? Hat der Fisch noch was gebrochen? Was gebrochen. Der Fall. Haben wir die Küppel gleich nach oben? Noch was gebrochen. Ich wusste gar nicht, dass der so viel Hardware zusammenbrechen kann. Das waren jetzt schon 4 Brechungen. Zumindest alle hoffen, die looten, bevor der jetzt stirbt, wie scheint. Oh, den da unten habe ich aber jetzt nicht. Ja, keine Ahnung. Weiß nicht, ob ich da nochmal langlaufen müsste, wenn ich bei dem ankomme. Ah, oh, da ist er tot. Gerade rechtzeitig hierher gekommen. Ich denke, dass er lootet, also er steht auf jeden Fall in ihm drin, ne? Der Gigante, den konnte man aber öfter looten, oder? Der ist ja irgendwie 4-mal gegangen. Ach, den Ältesten kann man 4-mal looten. Ach so, nach und nichts, okay. Ja, muss man nicht ganz aufgrinden dann. Also. Boah, jetzt sind wir hier auch schon wieder bei 50 Minuten. Also ich spiele noch weiter. Ja, gut. Ich kehre jetzt erstmal von der Expedition zurück. Damit es genug Sachen entschiedet. Wenn es dir zu viel ist. Ist trotzdem weniger, als du durch den Verdopplungsmod gecheatet hast, wenn man das so betrachtet. Ressourcenzentrale. Werbt nicht vergessen und ciao. Ja.